Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Goldfinger-ROM für das Galaxy S4 i9505. Das Ganze ist basierend auf der Galaxy S5-Variante, also die Oberfläche komplett. Man sieht es auch schon, der Lockscreen. Jetzt haben wir hier die Oberfläche. Haben wir hier vom S5. Also wir haben hier wirklich eine reine S5-ROM mit ein paar Tricks. Und zwar haben wir einmal den Exposit-Installer. Dann haben wir einmal Vanam Exposed. Und ja, kommen wir dazu später. Haben wir jetzt hier die S5-Eigenschaften, also die Einstellung. Gehen wir mal auf die Geräteinformation. Das Ganze ist auf der Basis von 4.4.2 KitKat. Läuft doch sehr, sehr gut. Also, ich kann mich nicht beklagen. Also, ein paar Hakler ja, aber sonst läuft die sehr gut. Und zwar hier steht es nochmal: Goldfinger von iBastid. Haben wir hier nochmal About the ROM. Mal ein schönes Kästchen hier unten. Ja, was man noch zeigen kann, die Kamera ist jetzt nicht mehr im S5 wie bei sonstigen, sonst halt wie das S4 normal. Wir haben ja dann die Einstellung, wie man es halt kennt, was man alles machen kann mit dem ganzen Spaß. Und zwar haben wir eine zur Installation, wir haben eine eine Aroma-Installer. Und zwar, wir können auswählen, ob wir jetzt ganz lange auf den Home-Button drücken und dann die Apps haben können. Oder wir drücken jetzt einfach mal hier, wie beim S5, und haben einmal die Task. Wir drücken lange drauf, dann haben wir hier. Hätten wir das jetzt mit dem Home-Button gemacht und hier drauf geklickt, dann hätten wir jetzt die Einstellung. Und ja, gehen wir mal auf den Arbeitsspeicher. Das ist nämlich ganz, ganz interessant. Und zwar, wenn wir den jetzt leeren, sind wir hier bei guten 1 GB für eine S5-ROM oder für eine Touchless-ROM natürlich echt empfehlenswert. Hier haben wir das nochmal, Gerätespeicher, da haben wir so ein paar Sachen, also es werden 16 GB angezeigt. Und ja, Ausschaltmenü, Ausschalten, Datenmodus, Neustarten, haben wir dann hier ein Free Race Reboot, Hot Reboot etc. Hier oben haben wir nochmal vom Vanam Exposed, das haben wir einmal da. Und zwar können wir hier nochmal alle Sachen einstellen, zum Beispiel die Benachrichtigungsleiste oder sonstige Sachen. Ja, machen wir mal einen Hot Reboot. Wie gesagt, es gibt nicht so viel zu sagen. Hier sieht man nochmal den Samsung Boot Screen. Und dann würde ich mich auch mal wieder verabschieden, weil zu der ROM gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass sie doch sehr, sehr gut läuft. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, kommentiert, abonniert mein Video, lasst einen Daumen nach oben. Wäre schön, wenn wir dieses Mal wieder die 10 Likes schaffen, damit ich mal so eine Rückmeldung habe, ob euch das Video gefällt oder Verbesserungsvorschläge oder was ihr euch wünscht, was ich als nächstes machen werde zum S4 oder sonstige Sachen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.